Ein neuer Monat ruft, der April steht vor der Tür und für dieses Setup im April 2021 im Bullet Journal habe ich mir was Besonderes einfallen lassen. Beziehungsweise ich nicht allein. Denn zu diesem Setup kommt auch eine kleine Challenge. Und diese Challenge stellt mir die liebe Lisa von Einfach Lilienhaft. Und dazu gab es noch dieses Päckchen. Und was da genau drin ist und was ich damit machen soll, das schauen wir uns erstmal an. Hi Yvette, ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Lettering Kit einfach starten. Ich habe das so konzipiert, dass es wirklich der perfekte Einstieg in die Thematik Brush und Handlettering sein kann. Dort sind wirklich alle Stifte enthalten, die man braucht für einen Start und eben beide Guides für Hand- und Brush Lettering jeweils, die man sich dann im Nachhinein auch jederzeit wieder runterladen kann. So kann man wirklich perfekt üben und dann habe ich so einige Materialien auch dabei, die man dann gleich mal direkt ausprobieren kann, Postkarten oder andere Papiere, da einfach mal sich ein bisschen mit den neuen Lettering-Skills zu versuchen. Und für dein April-Setup hätte ich folgende Herausforderung für dich. Bitte verwende zwei der Schriften, die du in den Guides lernst, wirklich in deinem April-Setup. Ich bin sehr gespannt, wie du das umsetzt und glaub da ganz fest an dich. Ich bin jetzt definitiv super gut ausgestattet, aber du siehst, es ist ein Handlettering-Kit und ich muss zwei der Schriftarten hinbekommen. Also würde ich sagen, bevor ich überhaupt mit dem Setup anfange, erstmal üben. Das Üben und das Handlettering an sich hat mich absolut inspiriert. Es war viel schwieriger, als ich gedacht habe. Ich habe Lust auf Blumen, ich möchte den Frühling und genau das in meinem Bullet Journal. Und das gepaart mit Illustrationen, die gleich, hoffe ich, sehr schön zu dem Handlettering passen. Ich habe mich für eine süße Tasse im Vintage-Look entschieden, ebenso eine richtig hübsche Teetasse. Doch die bleibt nicht allein, denn auf der Seite entstehen noch Blumen, die das ganze Arrangement hier richtig schön abrunden. Eine Mini-Monatsübersicht darf natürlich auch nicht fehlen. Und an diesem Setup fand ich sehr besonders, wieder mal ein bisschen diese Watercolor-Technik zu benutzen. Also nicht direkt grob alles auszumalen, sondern mit Farben anzudeuten, sehr wässrig zu arbeiten, hier aber immer aufgepasst, wie dick deine Seiten sind. Und jetzt geht's daran, zu zeigen, was ich denn gelernt habe. Ohne Vorzeichnen klappt's noch nicht wirklich und ich habe mich für ein typisches Handlettering entschieden. Mit Abwärtsstrichen, die eben wirklich dick sind und zarten Aufwärtsstrichen. So habe ich meiner Seite den April mit einer Brushpen verpasst und dachte, dazu passt perfekt ein hübsches Zitat, was ich in Lisas Handlettering Guide gefunden habe. Einzigartig ist viel besser als perfekt. Natürlich hier auch noch ein paar Highlights. So machen diese zwei Schriften gepaart miteinander so ein richtig schönes Bild. Ich finde, die Seite strahlt definitiv Frühling aus und macht Lust auf schönes Wetter, frische Blumen und vielleicht eine Tasse Tee oder Kaffee. Auf der nächsten Seite geht es weiter mit meinem Termin und der Übersicht. Auch hier nutze ich wieder das Handlettering vom April und setze mir alle Daten untereinander und dann nebeneinander auf die Hälfte der Seite. Auch hier dürfen natürlich die Blumen nicht fehlen. Auf dieser Seite platziere ich auch noch meine Ziele für den Monat. Auch wieder mit der Handlettering-Variante und ich muss sagen, die Überschriften alleine machen richtig viel her, wenn man eine Brushpen benutzt und so ein, zwei Buchstaben schon kann. Das Z gehört übrigens zu meinen liebsten Buchstaben. Die Ziele hebe ich mir einfach noch ein bisschen mit Wasserfarbe hervor, sodass das Farbspiel sehr harmonisch wirkt. Hier kommen wir zur ersten großen Überschrift und ich muss sagen, ich musste wirklich langsam schreiben, damit wirklich schöne Buchstaben entstehen. Habit Tracker für den April. Meine Tracker werde ich mir in einen Rahmen setzen. Damit ich aber auch hier den Frühling wieder mit einbeziehe, habe ich mir hier Gräser gezeichnet und verschiedene Blumen, die Rosen verschieden angeordnet und so ein bisschen hinter diesem Rahmen hervorschauend. Auch hier nutze ich wieder die Wasserfarbentechnik und deute so ein bisschen die Farbe an und baue sie langsam auf. Ich finde, so entsteht ein wunderschönes, frühlingshaftes und doch pastelliges Farbspiel.
Bei den Trackern habe ich wieder ein bisschen geschummelt und meine Vorlagen genommen. Ich finde, das sieht super ordentlich aus und geht einfach ruckzuck. Den unteren Teil der Seite nutze ich, um meine Highlights für den Monat festzuhalten. Und damit hier auch wirklich nur besondere Sachen Platz finden, brauche ich eben nicht so viele Zeilen. Um aber hier auch ein bisschen Farbe zu verwenden, highlighte ich hier jede zweite Zeile. Erinnerungen, schöne Momente, Besonderes ist toll festzuhalten, wenn man eine Seite benutzt, wie ich hier One Line a Day. Jeden Tag eine Zeile. Hier kannst du Ideen notieren, alles Mögliche, was dir im Kopf herumschwirrt. Eben jeden Tag eine Zeile. Schreib auf, was war, schreib auf, was dir gefallen hat und halte hier schöne Erinnerungen fest. Auf dieser Seite gefällt mir nicht nur die abwechselnde Schriftart, sondern auch die Rosen. So zieht sich eben eine Illustration oder ein Motto über alle Seiten, ohne dass man wirklich viel zeichnen muss. Auch auf dieser Seite highlighte ich mir wieder jede zweite Zeile, um so ein bisschen Harmonie auf die Seite zu bringen, damit es auch nicht ganz so leer aussieht. Ich habe jetzt schon so Lust auf dieses Setup und mit dem April zu starten. Bei meiner ersten Woche teile ich mir meine Seite wieder auf. Dafür setze ich mir aber erstmal 4 kleine Wasserkleckse, die mit Farbe getränkt sind, und lasse das erstmal trocknen. Um beim zweiten Teil der Seite jetzt weiterzumachen und meine To-Do-Liste anzulegen. Hier halte ich mir alle To-Dos fest, die in der Woche auf mich zukommen. Auf dieser Seite gibt es auch Platz für meine Ideen. Gerade in der Woche kommen mir oft Gedanken in den Sinn und es ist schön, einen Platz zu haben, an dem man diese festhalten kann. Das Ganze noch dekoriert und farblich gestaltet, um zum Schluss hier auch noch bei den Ideen am Rahmen ein paar Röschen anzubringen, um es noch so ein wenig blumig zu machen. Meine Wochenübersicht fällt definitiv etwas schlichter aus als der Monat und das Setup an sich, denn die sollte ja doch schnell angelegt sein und nutzbar und vor allen Dingen praktisch. Ich bin schon total gespannt, wie Lisa denn mein Motto, was ich ihr vorgegeben habe, umgesetzt hat. Und ich würde sagen, wir schauen da jetzt mal alle vorbei. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, bleib organisiert. Ich bleib's auch. Tschüss!